Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Double X Rider. Die Abenteuer von heute werden mit dieser Touring-Bestie gemacht. Ich habe eine riesige Freude. Mal schauen, wie das kommt. Viel über den Dörf kann ich euch auch nicht erzählen, weil ich habe nur die ersten paar Kilometer in der Autobahn gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Sie fährt, sie hat zwei Räder, sie hat ein Lenkrad. Ja. Was ich euch aber schon jetzt sagen kann, ist, I like this bike very much. Das ist ein Dörf, der mir persönlich selber sehr gefällt. Es ist ein Dörf zum Touren, es ist ein Dörf zum Reisen. Ich habe schon ein paar Kleinigkeiten gemerkt, die hätten ruhig können besser sein können. Aber ich nehme euch sehr gerne mit und sage euch, was mir alles gefällt und was mir alles nicht gefällt. Ich hoffe, ihr habt eine Freude. Viel Spaß beim Zuschauen. Oh Gott. What? Ich bin jetzt extra da gekommen, um nicht raufgehen zu können. Alright. Planwechsel. Plan B oder C oder D. Keine Ahnung. Eigentlich hätte ich auf meine Lieblingsbässe rauffahren. Aber es wird schwierig sein. Dann fahren wir einfach da geradeaus weiter. Why not? By the way, ich habe mir den wärmsten Tag ausgesucht, um das zu machen. Wir sind schon lange nicht mehr im Sommer. Die Temperaturen sind gerade bei 7 Grad. Das ist nicht schlecht. Ich muss jetzt wirklich super anständig fahren. Obwohl mir der TÜV sagt, hey, gib Gas, Bro. Muss ich mich da ein bisschen kontrollieren. Es ist nicht alles trocken, es ist nicht überall picobello pulito. Da hat es schon geschneit. Von dem her, easy. Fahren wir easy. 20 Minuten später. Es ist kompliziert worden. Oh, wir sind gerade da. Es ist alles so voller Eis. Na toll. Zum Glück komme ich bis zu einer Stunde. Ah, komme nicht raus. Also meine Bitchronis, ich muss euch leider enttäuschen. Ich komme nicht rauf. Ich wollte mal schauen, was es da oben gibt, um ein schönes Foto machen, weil ich habe die Kamera noch mitgenommen. Man würde gar nichts sehen, außer einfach ein bisschen mehr Berg. Und einen Sturz riskieren für einfach nur diese Aussicht macht für mich nicht viel Sinn. Von dem her werde ich mal umdrehen und weitere schöne Spots aussuchen für euch. Ich komme da wirklich gar nicht rauf. Wow! Damn! Ja, es rutscht ein bisschen. Dann lieber umdrehen und safe wieder zurückkommen, ohne dass es einen Kratzer gibt. Für das muss ich ein bisschen zurückfahren. Da tue ich anfangen zu drehen und dann mal schauen, wie es bergab geht. Zum Glück komme ich gut mit beiden Beinen runter. Dann dürfte ich nicht starten, der bleibt im Gang. Fußraster bleibt unten, falls wir da irgendeinen Scheiß machen. Und einfach ganz langsam zurückrutschen. Ja. So sieht es aus. Da kann man auch anfangen zu drehen. Glaube ich. Nice. Awesome.
Ist gut, wir fahren weiter. Es war im Fall gefährlicher gewesen, als was ich denke an Abfahren. Beim Auffahren habe ich es gar nicht gemerkt, weil ich ja im Schwung aufgefahren bin. Zum Abfahren ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Wow, schau mal. Schau dir das an. Komm, machen wir gleich ein Foto. Mit der Hoffnung, dass niemand kommt. Ja. Zieh dir mal die Aussicht rein. Damn. Das ist, glaube ich, der Brienzer See. Der Thun ist Brienz. Also, so viel ich da gelesen habe, sollte das Brienz sein. Ja. So sieht es aus. Machen wir ein schönes Bild. Alright, let's go! Gefährlich da. Beautiful diese Experience. Das sieht wirklich mega schön aus. Hey Boys and Girls! Ich habe mich entschieden, wieder zurückzufahren. Also nicht zurück heim, sondern Richtung wieder Zürich. Statt Richtung Brienz, wo jede Stunde, die vorbeigeht, ist eine Stunde länger, wo ich wieder zurückfahren muss. Ja, ich denke, es macht am meisten Sinn so. Nur ein kurzer Update gewesen. No! Das kann doch nicht sein! Wir haben gute 10 Minuten gevloggt! Was soll der Scheiß? Egal! Wir sind bei Giswil rausgebogen und wir sind gerade bei der Panoramastrasse. Das war ein heißer Tipp von meinem Kollegen Joey Wright. Joey's Wright? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. So, habt ihr euch gefragt, wie mache ich meine Raw-Videos? Dann suchen wir einen Spot, wo ich da nicht umgehen werde. Ihr wisst schon, wie mein Setup ist. Ich zeige euch jetzt, was mache ich, um das aufzunehmen. Als allererstes muss man ein Vertrauen aufbauen am TÜV, wie sie reagiert, wie sie da mit dem Gas geht. Quickshifter rauf, Blipper runter. Erstens das, man muss sich einfach wohlfühlen auf dem TÜV. Zweitens, super wichtig, ich fahre nie spontan. Auch wenn es so aussieht, zuerst fahre ich rauf, fahre ich runter, schaue, wie die Strasskonditionen sind. Wenn es zu gefährlich wäre, würde ich es gar nicht versuchen. Aber ich glaube, da, wenn man ganz normal auf und runter fährt, ist niente Probleme. Für diese RAW-Videos schaue ich, dass ich nicht ein allzu langes Video habe, sondern ich schaue immer ungefähr zwischen die 10 und 15 Minuten. Sehr selten habe ich ein RAW-Video bis zu 20 Minuten lang. Darum schaue, was für Zeit wir jetzt hier oben haben und fahre ungefähr 10-15 Minuten bergab. Und ungefähr dort sollte mein Start sein. Wir sehen uns drinnen, wo wir alles vorbereitet haben. Tschüss! GoPro 1 läuft. GoPro 2 läuft. Die da. GoPro 3 läuft. Alrighty then. Wir müssen das einpacken. Mit der Hoffnung, dass wir da nicht zu komische Geräusche hört. Ehrlich gesagt, das erste Mal, als ich aufnehmen tue, in meinem Koffer, im Rucksack. Ja, just saying. Oh, da muss ich noch locken, nicht vergessen. Synchronisieren, nicht vergessen. Und so ist es, wenn ich ein Video. Oh no, es hat schon Flecken. So ist es, wenn ich ein RAW-Video vorbereite. Das werde ich erst nächste Woche online stellen. Von dem her, wir können eigentlich weitermachen. Alright. Uiuiuiuiui. Also, wenn wir jetzt hier rechts biegen, geht es ein bisschen weiter. Später.
Come on. Wirklich. Wirklich. Hat er gerade eine neue Batterie drin da? Wirklich. Einmal raus. Whee. Einmal rein. Whee. Jetzt. Ah, es ist sogar am Aufnehmen. Super, danke für mal GoPro für deine. Meine Homies, ich muss euch leider nochmal enttäuschen. Ich habe die einzige Ausfahrt zum Graubenberg aufgepasst. Ich habe keinen Plan, wo ich war. Es hat angefangen, ziemlich kalt zu werden. Ich habe mir den wärmsten Tag ausgesucht, um das zu machen. Ich befinde mich jetzt gerade bei Sachen. Den Navi habe ich eingestellt Richtung nach Hause. Ich werde die Autobahnstraßen vermeiden. Es ist so kalt, dass eben die GoPro-Batterie, die statt eine ganze Stunde gelaufen sind, haben jetzt knapp 15 Minuten. Darum machen wir weiter. Let's go! Schreib es in den Kommentaren. Ja, genau. Ich glaube, ich bin nie da durchgefahren. Es ist ein bisschen frisch. Wir haben gerade 5 Grad Temperatur. Aber es sieht wirklich mega nice. Ich bin gut angelegt. Ich habe nicht kalt an den Arm oder Bein oder nichts. Ich habe vielleicht ein bisschen an den Fingerspitzen und ein bisschen an den Finger, an den Zehen. Aber sonst ist alles pico, 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 bello, caramello. Ja! Das ist unsere Hausstrecke, damn! Das haben sie wirklich mega schön wieder saniert, renoviert. Wie auch immer. Sieht wirklich super nice aus. Also ich weiss nicht, ob das der Döpf ist oder die Pneu, aber die heben wie blöd! Wirklich, 5 Grad da oben. Und es ist nicht so, dass ich eine Angst bekommen habe zum Steuern oder Fahren. Es ist irgendwie, es geht, es funktioniert. Weißt, ein bisschen vorsichtig bin ich schon noch. Und, aber auch trotzdem. Der Quickshifter, der Blipper, die gehen auch wie Butter. Ich frage mich, ob da ein mutiger Piccheroni steht. Die sind meistens immer da am Grillieren und am Partys machen. I don't know, man. Woo, ist das kalt. Nobody. Niemand. Ich meine, es ist auch 6 Grad. Es ist schon ein bisschen frisch. Das wäre ein bisschen zu mutig gewesen, die auch da aussen stehen. Gehen wir langsam heim. Danke vielmals fürs Zuschauen. Es war mir eine sehr grosse Ehre, euch zu unterhalten. Ich hoffe, das Video ist nicht stundenlang. Ich versuche es immer so gut wie möglich kurz und knackig zu halten. Alright, meine Homeboys. See you next time. Tschüss.